da werden die meisten heute nicht einmal aufstehen in der Früh um das Geld. Wir haben uns damals schon gestritten. Gleich in meinem ersten Spiel war ich gedacht, hoppala, da kommt einiges auf mich zu. Ja, so war das damals. Wir sind dann nie wieder Freunde geworden. Meine erste Erinnerung an Fußball, ja, das bleibt dann immer, wie ich nach der Schule mit den Freunden zusammengesprochen habe, ob wir heute ein blaues Leiberl anziehen, ein weißes, ein rotes, je nachdem. Und dann haben wir halt Mannschaften gebildet, wie alle anderen auch. Einer war Frankreich, einer war England. Und dann haben wir im Käfig, sobald die Aufgabe erledigt war, im Käfig unten gekickt. Das ist so die erste Erinnerung, die ich habe. Michel Platini. Ja, weil mir damals die Franzosen richtig gut getaugt haben, das war so 82, 84. Die Zeit, das ist so die erste Zeit, wo ich die Turniere auch so richtig in Erinnerung habe. Da war ich damals so 11, 12 Jahre alt und die französische Nationalmannschaft hat mir richtig gut getaugt. Und ja, Platini, der damals die Galionsfigur des französischen Teams war, war eines meiner ersten Vorbilder. Das war mein Lieblingsstück, das war ein orangefarbiger Adidas Tango. Da hat man richtig viel Freiheit gemacht und mit denen habe ich zuerst nur auf der Wiese gespielt, logischerweise, weil ein Beton dann, der natürlich dann in Mitleidenschaft gezogen wurde, später dann, ist mir dann egal, war am Anfang, der hat glänzt, den habe ich putzt. Das war mein erster eigener Lederball sozusagen. Aber das war mit Sicherheit ein Rapid-Trikot. Der Sponsor war damals Elan, ich weiß gar nicht, was das war. Der Sponsor ist umgestanden, aber so war das. Aber dicht gefolgt sicherlich von einer Nationaldress von Frankreich. Das hatte ich auch dann irgendwann einmal mit dem goldenen Adler. Der Hahn, der Gockelhahn, genau, logischerweise. Mein erster Kinofilm wird gewesen sein, ich glaube, E.T. im Autokino in Großenzersdorf. Ich glaube, das war wirklich auch wieder Rapid. Und zwar, wie die damals das Spiel im Europacup gedreht haben. Die haben auswärts 3-0 verloren gegen eine Mannschaft aus der ehemaligen DDR, glaube ich. Dynamo Dresden. Und dann daheim 5-0 gewonnen haben. Und da war ich dabei. Was ist ein Promi-Crush? Ich erinnere mich zwar, was ich für einen Ball gehabt habe, aber ich weiß jetzt nicht, was ein Promi-Crush ist. Warm. Naja, okay. Weiß ich, von was wir reden. Das war bei mir mit Sicherheit die Madonna. Ja. Hat die bei mir im Kinderzimmer Madonna Lebensgroß aus dem Bravo. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das Bravo kennen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Da gab es jede Woche einen Teil, hat man einen Teil von einem lebensgroßen Poster bekommen. Die hat man dann alle gekauft und dann hat man die zusammenpickt und dann war es irgendein Musiker. Und das war bei mir, wurde das die Madonna. Ich war ein großer Madonna-Fan zu der Zeit. Ich war ein großer Wolfgang Ambros-Fan. Den habe ich aber nicht in lebensgroß im Zimmer hängen gehabt. Ich glaube, der war auch nie im Bravo. Ja, freilich. Das war Admira Wacker gegen Wiener Sportclub in der Südstadt. Muss gewesen sein, ich schätze mal 1988 sowas. 5-1 verloren. Ich habe gespielt gegen den Ernst Baumeister damals. War mein direkter Gegenspieler Ernst Baumeister. Didi Küpper war schon als Junger drin. Wir haben uns damals schon gestritten. Gleich in meinem ersten Spiel habe ich gedacht, hoppala, da kommt einiges auf mich zu. Ja, so war das damals. Wir sind dann nie wieder Freunde geworden. Aber ich habe gegen den Ernst Baumeister gespielt. Mit Krämpfen habe ich dann, glaube ich, in der 70. oder in der 75. Das Spielfeld verlassen. 5-1 verloren. Ich glaube, haben wir 1-0 geführt. Ich glaube, der Kretschnik Andi. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das müsste ich jetzt recherchieren, aber ich würde auf Kretschnik Andi tippen. Ja, ich war nie ein richtiger Autofan, aber mein Papa hat mir den Führerschein mit 18 gemacht, damals einen gebrauchten Golf GTI in Weiß gekauft. Ja, das war mein erstes Auto. Aber schon, was die Schweißbandel logischerweise am Sitz und dann aus der Anlage einbauen lassen, klarerweise. Und ein super Autoradio und ordentlich aufdreht. Ja. Aber Autofan bin ich dann zum Glück nie geworden, habe ich mir viel Geld erspart. Ich glaube wirklich, das könnte gewesen sein, der 2-1 Siegtreffer vom Wiener Sportclub im Austria Wien in Dornbach damals. Da habe ich 2-1 gemacht. Der Willi Keipel war Trainer. Es könnte sein, dass das mein erster Treffer war. Aber da würde ich jetzt nicht wetten drum, aber das, weil ich habe ja nicht viele Tore geschossen in meiner ganzen Karriere. Ein paar nur. Was könnte sein, dass das der erste Treffer war? Das war beim Wiener Sportclub mein erster Vertrag. Und ich glaube, das war noch in Schilling, also wenn ich es jetzt umrechne, hat mein erster Vertrag ausgemacht 500 Euro, glaube ich. 7.000 Schilling, ja, in der Größenordnung. Da werden die meisten heute nicht einmal aufstehen in der Früh um das Geld.
A-Länderspiel war das erste, Österreich gegen, in Linz auf der Kugel war das Slowenien oder Portugal, wenn ich ernst habe. Eins der beiden, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube es war oder war es Portugal? Na schau, Portugal, ja. Ja. Das war wirklich so, dass wir am Sonntagvormittag im Sportclub Matinee, 10.30 Uhr, ich glaube das war ein Spiel gegen FC Tirol damals, und der Ernst Happel hat da immer zugeschaut, und ohne dass ich auf irgendeiner Liste aufgeschieden bin oder auf einer Abrufliste war, haben sie mir nach dem Spiel gesagt, der Happel hat gesagt, der Bus will kommen. Und dann bin ich schnell heim, habe mich geduscht, habe mich angezogen und bin ganz nervös zum Teamtreffpunkt gegangen, das weiß ich noch. Im Bus einsteigen, da ist der Happel erste Reihe gesessen und hat nur gesagt zu mir, na boah, ist duschen eh noch ausgegangen. Und das war's. Also das hat nichts mit Fußball zu tun. Aber das, das würde jetzt bedeuten, dass ich auf irgendwas warte. Aber ich kann das gar nicht, ich überlege es gerade, das hat sicher irgendwas mit meinen Kindern logischerweise zu tun. Ja. Ich freue mich aufs erste Mal, wenn der Herbert Braska die Fälle nicht vertauscht.